Hallo und herzlich willkommen zurück, meine lieben Zuschauer und natürlich auch Zuschauerinnen oder Zuschauerinnen und Zuschauer. Die Reihenfolge ist mir noch nicht ganz klar. Willkommen zurück bei Edna bricht aus, hier in der Innenanstalt mit Peggy. Denn da, wo Peggy ist, ist immer Innenanstalt. Yeah! Komm, wir gehen mal dahinter zu... Oh nein, nein! Hey! Oh oh. Oh oh. Ich verdufte lieber. Oh Gott, Stiesel kommt. Oh je, Jesus. Warte, gefälligst! Ja, ja. Warte. Schnell. Weg. Rein da! Okay, und schnell. Raus da. Okay, und schnell. Weg da. Ey, warte mal, kann ich nicht noch da hinten irgendwie? Da war da noch so eine komische... Kann ich da nicht noch irgendwas machen eigentlich an der Antenne? Die sieht aus wie eine Eistänze. Kann ich die benutzen eigentlich? Das habe ich beim letzten Mal nicht gemacht. Aha. Gleichzeitig ganz in der Nähe. Aha. Sehen Sie nun einen weiteren spannenden Beitrag über Menschen mit großen... Whoops. Was zum Kuckuck? Aha. Was zum Kuckuck? Warum haben wir hier auch kein Kabelfernsehen? Das weiß ich nicht. Ach, was soll's. Warum habt ihr kein Entertain von der Deutschen Telekom? Der besten Möglichkeit, um fernzusehen. Da. Nein, dafür werde ich nicht bezahlt. Also schon, aber nicht direkt für diese Werbung, aber von dieser Firma. Aber das hat jetzt nichts damit zu tun. Nee, warte mal. Achso, da geht's zurück. Ich muss ja hier rein, weil dann komme ich ja aus der anderen Tür raus, wenn ich Stiesel da gefangen nehmen will. Und der ist jetzt hier draußen, oder? Der muss jetzt da drin sein. Oh, Jesus. Was soll das? Wie kommst du nur dazu, hier frei herumzulaufen? Und wie bist du da rausgekommen? Marsch, zurück in die Zelle! Willst du meine Antwort hören? Oh. Läppisch. Er hat einen Minigolfschläger. Jep. Jep. Der ist ein Kopf kleiner als sie, ey. Ja, egal. Okay, Houdini. Ich weiß zwar nicht, wie du entkommen konntest. Na, das sieht man auch gar nicht. Aber eins ist sicher. Nochmal wird das nicht vorkommen. Ist schon recht. Guck mal, das sieht man auch überhaupt nicht. Okay, wir müssen es selber nochmal machen, aber ich muss schneller sein. Ich glaube, ich hätte das nicht mit der Antenne machen sollen. Da hätte ich wahrscheinlich später auch noch viel Zeit gehabt. Wir machen das jetzt so. Wir machen das so und gehen hier raus. Dann holen wir wieder Stiesel. Und dann gehen wir gleich durch die Pforte rum. Pass mal auf, weil wir können nämlich hier... Das ist mir nämlich gerade gesehen. Eine besonders rankige Ranunkel. Mhm. Kann ich die nehmen? Aha. Hoppla. Absicht. Yep. Psst. Und dann kann ich nämlich hier diese Säule verschieben. Pass auf. Aber wir machen das jetzt so. Wir holen jetzt erstmal den Stiesi. Stiesi, hey. Komm. Oh, oh. Oh, oh ich Gott. Ich dufte lieber. Ja, schnell. Stiesi. Der Stiesi, warte, der Stiesi. Warte, gefälligst. Ist schon recht. Los, du Bazi. Jetzt rein hier. Nein, da durch. Oh Gott, der Stiesi kommt. Oh, schnell. Oh, schnell. Schnell, der Stiesi. So, und jetzt da durch. Oh, da ist der Stiesi. Was soll das? Komm sofort wieder rein. Nein. Du brichst dir doch alle Knochen. Ja. Komm doch raus und hol mich. Ja, ja, genau. Nicht doch. Hat unser Minigolf-Profi etwa Höhenangst? Feigling. Ja, lach nur. Aber irgendwann wirst du da runterkommen müssen. Nein, ich werde hier oben bleiben. Kannst du was erleben? Ich werde den Rest meines Lebens hier oben verbringen. Ja, jetzt sperren wir den Stiesi da ein. Pass auf. Und hier durch. Der Typ mit dem Löffel in der Hand ist eh noch der geilste, aber ein ganz schön großgewachsener Typ. Könnte Hulgor 2.0 sein. So, und jetzt nehmen wir nämlich die Säule. Ohne die Pflanze wirkt diese Säule deplatziert. Ja, ja. Die benutzen wir jetzt nämlich. Aha. Passt das? Oder was? Die Säule blockiert die Tür. Aber von innen würde man sie noch aufbekommen. Aha. Lexikon, das. Alphabetisch geordnetes Alt, siehe auch Wörter. Ruhe. Ich
muss das benutzen. So. Benutze Lexikon mit damit. Jetzt lässt sich die Klinke nicht mehr runterdrücken. Jawohl. Was zum... Hey! Ja, da kann er so viel rumrütteln, wie er will, der Stisi. Ich bin hier noch drin! Hallo! Holger! Dr. Marcel! Irgendwer! Oh, ein Erfolg. Ja gut, also so schnell wird Stisi auf jeden Fall keiner finden. Hulgor ist bewusstlos und hängt im Schrank ab. Das ist unsere, jetzt können wir ja, da können wir jetzt gemütlich zur... Keine Zeit zum Ausruhen. Auch von dieser Seite verschlossen. Ah ja, okay, gut, das brauchen wir jetzt nicht. Wir gehen jetzt hier runter einfach, würde ich sagen. Aha, was ist das? Oh, da sitzt ja einer. Bist du das, Neuer? Ja, ich bin der Neue. Ich bin der Neue. Wer sonst? Ja, wer sonst? Hör mal, stör mich nicht, okay? Ja, okay. Oh, guck mal, der hat den Schlüssel. Der Generalschlüssel. Ich muss ihn unbedingt haben. Oh ja. Aber wie stelle ich das an? Der Generalschlüssel. Ich muss ihn unbedingt haben. Aber wie stelle ich das an? Fragen wir ihn doch einfach. Ich störe ja nur ungern, aber... Fass dich kurz. Ich brauche den Schlüssel unbedingt. Ich brauche unbedingt den Schlüssel. Ist das da der Generalschlüssel? Und ob. Und mit dem bekommt man alle Türen hier auf? Alle bis auf eine, ja. Hey, welche ist denn die eine? Genau. Ich muss ins Lager das Wasser auffüllen. Das ist gut. Kann ich ihn haben? Ich muss ins Lager das leere Wasser auffüllen. Tja, da kommst du zu spät. Das war schon das letzte Wasser. Oh, verdammt. Du hast das ganze Lager leer getrunken? Irgendwie schon. Oje, was habe ich mir nur dabei gedacht? Oh, vielleicht muss er nicht irgendwann mal aufs Klo, vielleicht? Hast du etwa das ganze Wasser getrunken? Erinnere mich nicht daran. Ich müsste eigentlich längst aufs Klo. Aber ich soll meinen Posten nicht verlassen. Als wenn bei den Irren jemals irgendetwas passieren würde. Nein, Gott da sei passiert Dank, nichts. Bin ich, was das anbetrifft, sehr strapazierfähig. Man nennt mich nicht umsonst Blase. Ich habe gerade, mir ist gerade aufgefallen, dass anscheinend die da sind, wo das Licht aus ist. Und da müsste er doch eigentlich den Stiesel sehen, oder? Aber ich weiß nicht, vielleicht ist es auch ein Raum, wo keine Kamera drin ist. Also mir ist es gerade nur hier irgendwie... Da habe ich wohl nochmal Glück gehabt, weil den Lichtschalter ist wahrscheinlich nicht umsonst da. Das wird schon einen Grund haben, warum die Räume Lichtschalter haben. Und den Stiesel vorhin habe ich doch auch und da war doch das Licht an, oder? Und ich kann jetzt nicht wirklich erkennen, ob davon... Aber vielleicht ist der auch nicht... Warum war denn da ein Lichtschalter drin? Das verstehe ich nicht ganz, wenn der hier nicht überwacht wird. Aber okay. Geh doch einfach, ich passe lange auf. Ja, kommen wir. Wow, das ganze Wasser? Erinnere mich nicht daran, bitte. So lange zurückzuhalten ist ungesund. Ich halte das schon aus. Man nennt mich nicht umsonst Blase. Dein Blasenvolumen muss monströs sein. Tja, ich bin als Kind in den Kessel gefallen. In den Blasenkessel? Du meinst in den Kessel mit Zaubertrank? Nein, einfach nur in den Kessel. Ach so, ja, dann. Geh doch einfach, ich passe so lange auf. Hey, das hier ist eine verantwortungsvolle Aufgabe. Mhm. Es geht nicht darum, einfach nur rumzusitzen und die Zeit totzuschlagen. Ach so. Das hätte ich auch nie gedacht. Apropos Wasser. Ja, was haben wir denn noch? Wusstest du, dass wir einen Marschsprung für Wasser gefunden haben? Ich habe gestern einen Regen gegeben. Wenn ich nach Hause gehe, ich erstmal baden. Mein Cousin ist in der Feuerwehr. Ich gebe es auch. Wir nehmen mal das mit dem, es soll Regen geben. Ich habe gehört, es soll Regen geben. Hör endlich auf, über Wasser zu reden. Nein. Ja, im Ernst. Es soll ein richtiger Wolkenbruch werden. Ja. Bitte. Anfangen soll es als harmloses Nieseln. Aber dann soll es richtig gießen. Eieiei. In Strömen. Ich bring dich um. Ein wahrer Sturzbach wird da auf uns niederprasseln. Plitsch, platsch. Warum tust du mir das an?
Tja, ich will den Generalschlüssel. Plitschplatsch. Na, Plitschplatsch. Ich war in den Ferien am Pazifik. Endlich auf über Wasser zu reden. So oft geil. Stand ich stundenlang am Ozean. Stopp. Und das Meer rauschte. Und die Wellen wogten hin und zurück. Hin und zurück. Husch. Aufhören. Husch. Das ist so geil. Aber er geht aber auch nicht, oder? Das ist ja echt unglaublich. Mein Cousin ist bei der Feuerwehr. Endlich auf über Wasser zu reden. Du kannst dir nicht vorstellen, was da für ein Druck auf diesen Schläuchen ist. Ich kann. Diese ungeheuerliche Wassersäule, die sich darin aufstaut. Und die Kraft, die entfesselt wird, wenn schließlich das Ventil geöffnet wird. Willst du, dass ich mir in die Hose mache? Willst du das? Ja. Ich höre ihn noch heute rufen. Wassermarsch. Wassermarsch. Lass mich in Ruhe. Lass mich doch einfach in Ruhe. Ich will doch einfach Ruhe. Ach, wir kriegen ihn schon noch so weit, oder? Wenn ich nach Hause komme, gehe ich erstmal baden. Endlich auf über Wasser. Ah, ich weiß nicht. Es kommt immer derselbe Satz. Ist es nicht angenehm, wenn der Unterleib von warmem Wasser umspült? Ich höre nicht zu. Ich höre überhaupt nicht zu. Ich nicht. Nur, dass es immer so lange dauert, bis das Wasser eingelaufen ist. Oh, la 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 la. Meine Wanne fasst hunderte von Litern. Einmal ist mir die Wanne sogar übergelaufen. Da stand das ganze Haus unter Wasser. Oh, das ist so geil. Yo, see, I've been Rose Desert. Ja, das ist schon ganz schön hart. Es hat Stunden gedauert, das alles aufzufädeln. Der Blase ist schon krass drauf. Ich kann gar nicht beziffern, wie oft ich den nassen Feudel ausgewrungen habe. Fällt gut, Subi. Immer nur patsch, flatsch. Out of the rain. Pitcha, pitcha, pitcha. Jetzt halt endlich die Klappe. Ah, ich glaube nicht, dass wir das schaffen. Ich gebe auf. Deiner Blase bin ich nicht gewachsen. Noch was. Aha. Was guckst du da? Ich gucke den Bekloppten zu. Eigentlich sehe ich ja lieber fern. Aber irgendwie ist schon wieder was mit der Antenne. Schande auf diese unzuverlässigen Antennen. Na, so schlimm ist das auch wieder nicht. Die Hirnis sind ganz unterhaltsam. Nur, dass man langsam selbst bekloppt wird. Wenn man zu lange auf diese Monitore starrt, beginnt man Buchstaben darin zu sehen. Aha. Okay, was für Buchstaben? Wasser getrunken. Generalschlüssel. Ja, okay, das habe ich jetzt eigentlich alles schon durch. Ich lass dich dann mal wieder allein. Dann tu das bitte auch. Also er sieht ja irgendwelche Buchstaben. Also aha. Was kann man denn da... Also ich sehe da jetzt keine Buchstaben. Also sicherlich kann man... Irgendwie da... Ich weiß auch nicht. Ja, das hat wahrscheinlich irgendwas mit Licht und so zu tun. Da könnten wir hier irgendwie so ein WC draus machen. Also hier so, ne? Wenn das jetzt an wäre und der da oben auch an wäre und hier an wären, dann wäre das ein erstklassiges W und ein erstklassiges C. Vielleicht hilft Blase das ein bisschen. Da müssen wir mal gucken, in welchen Räumen wir, also da gehe ich jetzt mal davon aus, dass wir die ganzen Räume noch besuchen werden, da Licht anmachen müssen. Der Fernseher ist aus. Ja. Ich durchwühle doch keine Mülleimer. Doch. Ach ja? Seit wann? War gelogen. Ich wollte nur gucken, wie es sich anfühlt, das zu sagen. Da ist nur ein Jahresvorrat durchsifter Papierbecher drin. Nimm halt einen mit. Ich durchwühle doch... Ach ja? War gelogen. Ich wollte... Da ist nur... Kann ich nicht nehmen? Da ist nur ein Jahresvorrat durchsifter... Ach so. Aus. Ja, sie hat schon einen mitgenommen, oder? Wasserbecher, okay. Der Wasserspender ist leer, oder? Der ist ja leer.
Wer wohl das ganze Wasser getrunken hat? Das war Blase. Ach nein. Bei der Luftfeuchtigkeit hier drin fühlt sie sich offensichtlich sehr wohl. Okay, gut. So viel zu dem Kontrollraum. Also wir müssen hier auf jeden Fall an den Generalschlüssel ran und dafür müssen wir Blase auf die Toilette bekommen. Das ist soweit ganz deutlich. Schauen wir, wo es hier lang geht. Ach, guck mal, da ist auch noch eine Toilette. Das ist doch jetzt ein Zimmer, das Blase sieht, oder? Da kann ich jetzt Licht an- und ausmachen. Was mit der Seife? Ah, kann ich da mein Wasser... Kann ich über Blase... Ein benutzter Wegwerfwasserbecher. Die nennt man so, weil man sie nur einmal benutzen kann. Warum habe ich den nur aus dem Müll gefischt? Kann ich da nicht Wasser reinpacken irgendwie? Nee, benutzen. So. Oh nein! Der war so durchgesifft, dass er einfach im Wasserstrahl zerrissen ist. Oh. Ist er jetzt weg? Ist ja ärgerlich. Wie sehe ich eigentlich aus? Komisch. Irgendwie dachte ich, ich sei blond. Nein, warum? Das passt schon so. Wie unfair. Es verschwindet wieder in der Wand. Okay, gut. Jetzt habe ich hier auf jeden Fall... Ach, kann ich da vielleicht das überfluten, indem ich das da reinstopfe oder so? Hier geht da sonst nirgendwo was weiter, oder? Nee, alles klar. Okay, also hier haben wir da die... Na gut, das bringt nichts, jetzt da die Seife rauszuholen. Okay, wir lassen das Wasser einfach mal laufen. Könnte ich nicht vielleicht, wenn ich jetzt den... Ich hole mir, glaube ich, vorsichtshalber nochmal... Oh! Okay, da bin ich jetzt... Ich dachte, ich komme jetzt hier wieder in diesen... In diesen anderen... Das ist anscheinend hier ein Pauseraum. In der Mitte klebt ein Foto von Dr. Marcel. Ah, die Spickerscheibe. Oh, guck mal, Harvey. Kaugummis. Ja, kannst du nicht annehmen? Guck mal. Nimm dir doch einen Kaugummi. Yippie! Da kommt ja wirklich was raus. Buah. Alt und ungenießbar. Oh nein. Okay, sie spuckt ihn gegen die Scheibe. Wieso spuckt sie ihn gegen die Scheibe? Oh, guck mal. Yippie! Da kommt ja wirklich was raus. Und bin ich gespannt, was passiert, wenn ich den jetzt hier kau. Dann haut sie ihn doch aus dem Fenster raus, oder? Alt und ungenießbar. Er ist ja genau oben gegen die Scheibe geflogen. Ja. Okay, alles klar. Gut, ich weiß nicht, ob das mal irgendwann zu noch was nützlich sein wird. Was haben wir denn da noch? Müsli, Cornflakes. Vitamino. Mit dem besten aus 3 ausgewählten Kaninchenstellen. Ah, Das ist aber gut. Nein, danke. Das ist mir zu gesund. Ah, okay. Was mit dem? Schokobröckchen. Das ist doch gut. Hergestellt aus Industrieschaum und Zucker. Hier steht, es gibt eine Überraschung im Inneren der Packung. Ah, die will ich haben. Das ist ja nur gesund, alles, was da drin passiert. Komm, nimm das mal mit. Nimm mal Marmelade auch mit. So wie es aussieht, sind sie am Schrank festgetrocknet. Ah, das ist lecker. Glipschi Waldmeister 2-Phasen-Powergel. Ja, da haben wir auch nochmal Seife, okay. Ist dir schon mal aufgefallen, dass Wasserhähne etwas Fallisches haben? Edna! Jetzt, wo mir das aufgefallen ist, werde ich wohl verdursten müssen. Ja. Kann ich ihn anmachen? Okay. Ich mache jetzt überall mal einfach das Wasser an, weil ich mir denke, hey, warum nicht? Kaffee, Kaffee, göttlicher Trank. Ohne dich wäre ich stets krank. Okay, Edna steht anscheinend auf Kaffee. Keine Filter. Und was noch wichtiger ist, kein Kaffee. Ach so, ja, gut. Dämlich. So, jetzt habe ich ein Kaugummi da rausgespritzt, gespotzt. Ich habe den Wasserhahn angemacht. Ich habe jetzt da eine Packung Cornflakes geklaut. Hergestellt aus Industrieschaum und Zucker. Hier. Kann ich da vielleicht irgendwie nehmen? Ist da vielleicht irgendwie so... Hey,
da war eine Überraschung drin. Ah. Es ist ein waschechter Polizeiausweis mit verschluckbaren Kleinteilen. Oh, wie cool. Cool. Ich wette, nur die besonders taffen Cops bekommen verschluckbare Kleinteile. Ja, das denke ich auch. Ein Polizeiausweis kann natürlich auch noch richtig cool wichtig werden. Gucken wir jetzt mal. Ich weiß gar nicht, ob das was bringt, dass ich hier das Wasser angelassen habe. Wir müssen vielleicht das Waschbecken irgendwie verstopfen, oder? Weil so verbraucht es einfach nur Wasser und ist total schlecht für die Umwelt. Ja, müssen wir uns mal angucken. Und das machen wir dann in der nächsten Episode, ne? Bis dann. Tschüss.